Eine wunderschöne Musik, ja. Schönes Intro. Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist Conan Exiles Savage Wilds im Zeitalter des Krieges Kapitel 2 Gameplay mit Mods. Mit Mods ist eigentlich schon mal klar, weil wir auf der Savage Wild Karte spielen. Aber natürlich auch eine Menge andere Mods, so die Standard-Mods, die ich so immer in meinen Gameplays habe. Für die, die nicht beim Bauen zugeschaut haben, das ist der Turm, wie er jetzt so entstehen wird. Ich habe ein bisschen weiter wie in der letzten Folge gebaut. Ich habe jetzt dann einfach mal zu gucken, wie das aussieht, hier den Aufgang verkleidet, also hier mit Mauern versehen, damit das hier, bis wir hier an den Aufzug kommen, den Aufzug selber auch als Aufzugsschacht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da oben weitermachen werde. Ich werde wahrscheinlich noch mindestens ein Stockwerk drauf, bevor ich dann sozusagen die Fläche dann erweitere. Und ich bin jetzt sogar am Überlegen, ob ich am Ende, wenn ich das Beschwörer-Dingsbums, wenn ich die Zauberei voll ausgelevelt habe und deswegen auch nicht mehr ganz so oft da hoch müsste, ob ich dann vielleicht sogar wirklich den Turm nutze als Zauberturm und hier dann nur die Alchemie und die Golem-Werkstatt, wenn ich jemals lerne, wie man Golems herstellt, hier reinmache. Und das Ganze dann eher, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich dann auch nochmal so einen Überstand mache oder ob ich das eher wie so ein Bergfried jetzt nachher dann abschließe oben. Keine Ahnung, ja. Und Erkerchen und Rundtürmchen und sowas wird es natürlich alles noch geben. Aber das mache ich, wie gesagt, immer eher gegen Ende. Man kann so diese Sandsteingeschichte hier so als Skizze betrachten. So. Ich hole mir schon mal was zu futtern. Ich nehme 3 Begleiter mit. Ich nehme mir was zu essen mit. Ich nehme mir ein paar Eier mit als Kombi. Nehme ich 3 oder soll ich dich auch noch mitnehmen? Komm, ich nehme den 4. noch mit. Das ist jetzt nicht so, dass der Überfighter ist, aber ich will den einfach hochleveln. Und das ist der Vorteil, wenn man eben auch mit Battle Thralls arbeitet. Man hat nicht einen oder, wenn man möchte, hat man die War Party 2 Begleiter, sondern man hat eben mehrere Begleiter und kann auch einstellen, dass die alle gleich viel Experience bekommen, also Erfahrung, und entsprechend dann auch hochleveln. So, das Pferdel nehmen wir mit. Da köchelt was. So, was machen wir heute? Heute gehen wir hier in dieses Gebiet. Ich habe mir eine Dingenskirchenmaske, eine Sandsturmatemmaske gemacht. Das heißt, die sollten eigentlich, die sollen mich eigentlich da von diesen, vor den Gasen, die wir da finden werden, schützen. Na, mach die Tür mal auf, danke. Ich will euch noch kurz mal hier so ein bisschen von der Entfernung, bevor ich euch dann ausblende, bis ich vor Ort bin. Das sieht schon, langsam badass aus, oder? Also, hier der Abu Simbel-Tempel hier, da muss ich mir noch was überlegen. Der sieht scheiße aus, der gefällt mir nicht. Das hat so ein bisschen was von Ostblock-Wohnsilo. Da weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Der Rest geht hier, wie gesagt, wenn noch ein Stockwerk höher und eine schöne Dachkonstruktion. Und dann der Hauptturm. Also ich denke, das sieht ganz cool aus. Ich würde mal sagen, mit den richtigen Dachplatten, wenn das nachher wirklich so rot wird, wie ich mir das vorstelle. Und aber das Ganze in hell behalte, das passt dann gut zu dem Felsen. Ja, mal schauen. Okay, ich hole euch dazu, wenn ich vor Ort bin, beziehungsweise wenn irgendwas Dramatisches passiert. Bis gleich. Ein Ambush hat sich angekündigt. Okay, das war fix. Oh,
Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Rüstung lasse ich mal, das nehme ich mit. Wir sind jetzt eh dann gleich in der Gegend, da lasse ich euch jetzt gerade hier mit dabei. Ich muss Murun noch, oder Muran, wie spricht man es aus? Muran? Maroon auf jeden Fall nochmal besuchen. Also es wird nicht der letzte Besuch dann sein. Und zwar war das so vor 2 Jahren, 1,5, 2 Jahren, konnte man die Zeth-Religion in einem von diesen Gebäuden im Keller lernen. Und ich habe ja immer noch nicht alle durchgestöbert. Also von daher wäre das durchaus eine Idee. Ich höre eine Riesenschlange rasseln. Aber wir wollen ja darüber. Da oben seht ihr Gebäude. Könnt ihr mal bitte. Okay. Wir lassen uns nicht ablenken. Zumindest noch nicht. Haha. Und gehen mal in dieses zentrale Gebiet, wo wir ja schon initial waren, wo wir diese Insektenviecher auch getroffen haben. So geht's hier. Oh, könnten auch hier hoch. Nee, ich habe gesagt, ich will da vorne hin. Ich will da vorne hin. Das müssen wir auch noch besuchen, das Camp. Da werde ich aber sicherlich hier irgendwo so einen klitzekleinen Außenposten mit einem Käfig oder zwei, also mit Rädern oder mit dem Ersatz für Ratterschmerzen aufbauen. Weil ich nehme mal an, dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und da will ich ihn nicht durch die halbe Gegend schleppen. Vor allen Dingen nicht jetzt, solange ich nicht die Transportsteine habe, die mir die Magia dann irgendwann mal offeriert. So. Also es wird eben halt dunkel, aber wir gehen jetzt mal initial so ein Stück weit rein und werden dann die Nacht einfach aussitzen. Und ich weiß, hier gibt es eben Schwefel. Ich werde jetzt die kleinen Brocken nicht sammeln, weil ich bin der Meinung, hier gibt es größere. Wobei, denen arbeite ich gerne mit Kuh, weil sonst treffe ich die nicht. Und die looten wir immer, weil die eben gute Sachen haben. Diese Larven, die Shaggy. Ich mag sie nicht als Begleiter. Ich bin eh kein Riesenfan von Tierbegleitern. Es gibt so diese. Diese Ausnahme mit den Hunden. Die finde ich ganz gut, weil sie sich da wirklich was überlegt haben, weil die richtig gut im Schaden, gut im Leben hochleveln. Also die sind eigentlich das, die tierischen Begleiter von Zipta, wo man sagt, das ist das, was ich eigentlich wirklich von dem Begleiter erwarte. Ein echter Ersatz für. Für einen menschlichen Begleiter. Mal da hochgucken. Also, wir machen das mal ein bisschen systematisch. Wir könnten das so im Uhrzeigersinn machen.
Falsche Taste. Vorteil von denen ist, wir kommen ja schon mal an Rohasche ran, ohne dass wir jetzt Unmengen von Obsidian abbauen müssen. Und die haben auch Machtfragmente immer wieder. So, und ich würde jetzt trotzdem die Nacht abwarten. Ja, es ist, wird's eh gleich dunkel. Ich habe ich Akku? Nee. Oder? Doch, da unten ist es. Okay. Also mal gucken, ob das die ganze Nacht so geht. Ich hol euch dazu, wenn es, ich wollte gerade sagen, ruhiger wird, aber ich höre schon wieder Ticker, Ticker. Das ist eigentlich ein Signal dafür, dass ich Aggro habe. Nö, okay. Also, in diesem Sinne, bis gleich. So, es wird wieder hell. Es war ruhig, kein weiterer Überfall. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu der Ruine. Warum ich auch hier bin, also ich brauche halt nicht zwingend mehr Schwefel. Aber ich brauche Drachenknochen. Meine Hoffnung ist, weil irgendwo hier in diesem Gebiet einen Drachen, eventuell einen Knochendrachen oder sowas treffen. Voll daneben. Die Reparaturkit lasse ich liegen, weil ich brauche sie faktisch nicht mehr. Man repariert noch das ein oder andere Rüstungsstück, was man findet, damit man das als Illusion verwenden kann. Aber ansonsten. Oha. Das sieht mir nach einem Boss aus. Aufpassen, dass ich nicht. Aber der kommt nicht groß zum Schlagen. Übrigens auch, selbst wenn ich jetzt Solo wäre, das Katana, jeder dieser Schläge, dieser einzelnen Schläge unterbricht. Und das ist natürlich bei der Frequenz, die man mit dem Katana haben kann, ist es enorm. Und was haben wir? Wir haben Chroms Hammer. Oh, super. Die Großmeisterlichen nehme ich mit. Und brüchige Klinge. Gucken, ob der hier irgendwas Spezielles bewacht hat. Wir haben Kari-Stahl gefunden. Das ist ja schon mal was. Ja, gehen wir uns erstmal so am Rand lang.
Und ich werde bestimmt wieder das ein oder andere übersehen für jemanden, der dann hier schon war und sagt, ah nee, da an der Ecke hättest du gucken müssen. Ruhig dann Kommentare schreiben. Ich habe übrigens auch nochmal Skull Ridge besucht. Da habe ich auch ein Buch übersehen. Das war nur ein Gebet an Grom. Aber trotz alledem ist ja nicht. Sprich, das ist das Emote. Und auch heute werden wir es wieder so machen, dass wir so halbe Stunde 30 plus hier durch die Gegend ziehen und dann zur Basis zurück und da mal gucken, was bautechnisch noch abgeht. Da kann es heute sein, dass ich eventuell eher so diese Tempelgeschichte in meinen Angriff nehme. Das können wir alles mitnehmen. Das auch. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier an dem Ausgang. Okay. Eine abgebrochene Statue. Okay, da hören wir jemanden. Ja, wenn man so auf einer neuen Karte spielt, ist es wirklich spannend, da wie jetzt. Ja, Exiled Land, das dritte, vierte, fünfte, zehnte Mal. Man kennt seine Gegner schon. Man weiß, was einen wo erwartet. Was trotz alledem spannend ist, gerade bei in der Dungeons oder sowas, da wisst ihr, bin ich meistens dann auch etwas ruhiger, weil ich mich super konzentriere. Aber hier ist das nochmal ein extra Level, weil wir die Gegend noch gar nicht. Oh, the system, okay. Man könnte runterklettern, aber das will ich jetzt mal nicht. Wir heute. Wir wollen oberflächlich erstmal erkunden. Und weil ich auch nicht weiß, wie lange dann solche Exkursionen brauchen. Und wir haben ja schon, sag ich mal, 20 Minuten rum. Und wenn das dann doch nochmal eine Stunde geht oder sowas, das wäre dann natürlich deutlich zu lange. Da kann man das dann mal initial angehen und sagen, okay, hallo zusammen, blub, 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 wir treffen uns an der Zisterne und dann gucken wir einfach mal, wie lange es geht. Wenn es nicht so lange geht, dann kann man noch was anderes unternehmen. Aber wenn es eben länger geht, dann gibt es halt eine gute Folge. Da ist nochmal ein Klops. Drüben hat es eine Kiste. So, ich muss mal meinen Heinzen das Essen geben. Fällt mir gerade ein. Das heißt, wenn die nämlich ableveln, dass die dann auch ihr bevorzugt oder eine erhöhte Chance auf das haben, was wir ja wollen. So, jetzt gehen wir.
Hier, das, 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 das. Halt, nein, das nicht. Standard-Gelumps. So, dann sind wir aber wahrscheinlich hier drüben, habe ich gesagt, habe ich eine Truhe gesehen. Oh, hier auch. Oder? Nee. Aber da ist eine. So, ich glaube, jetzt sind wir dann auch bald einmal außen lang. Dann können wir mal einmal so den inneren Bereich noch erkunden. Da oben waren wir auch noch nicht. Oh, hier. Karistal. Oh, das ist noch mal so ein besserer. Sag mal, wieso? Ach, das ist, ja, da muss ich aufpassen. Es gibt so eine blöde, na, Endkampf-Animation, die verhindert, dass man in den Reanimations-Dingsbums fällt. Hier, jetzt verbrauche ich. Wenn ich jetzt stehen bleibe, ihr seht, es passiert erstmal nichts und jetzt geht's erst weiter. Das ist ein bisschen blöd. Okay, das hätte ich mir auf jeden Fall bei dem anderen auch sparen können. Ich dachte schon, oh shit, der hat irgendwelche tollen Ressourcen. Und ich habe den vergessen abzubauen, aber dem ist nicht so. So, hier waren wir schon. Jetzt gehen wir noch in den zentralen Bereich. Gucken, was uns da erwartet. Oder ist ein Brunnen? An dem Brunnen waren wir noch nicht, gell? Ah, hier geht's dann hoch. Okay. Nichts Besonderes. Ah, hier. Karistal. Das sieht mir nach einem Boss aus. Okay, der wäre mal down. Huiuiui, okay. Also, den zerlegen wir. Oh, was haben wir hier? Da können wir es anklicken. Und was haben wir gelernt? Ah, genial, meine Lieblings, die lautlose Legion. Und ich hoffe, dass hier die erlöste Legion auch automatisch als Ergebnis kommt. Wenn man mit einem T4 Rüstungsmacher dann in der Werkbank arbeitet. Das wäre natürlich super spitzen. Toll, technisch, wow. Okay, also das heißt, okay, tschüss, ich gehe jetzt nach Hause, ich ziehe mich gleich um. Okay, also, jetzt wollen wir noch was trinken. So, gucken wir, ob wir hier noch was finden. Dann mal so reinlucken. Mal gucken. Ja, kann man immerhin klettern, das ist ja schon mal was. Ja, da drinnen war was.
Na, okay. Okay, das heißt, ich habe für mich, aber Teile davon auch für meine Gefährten, eine wirklich sehr gute Rüstung gefunden. Das heißt, der Ausflug auf jeden Fall schon mal, hat sich auf jeden Fall schon mal ganz dicke gelohnt. Soll ich noch in den anderen Türmchen hier auch reinschauen? Da ist nix. Na. Da ist auch nix. Ah, das ist doof. Wenn man es mal angefangen hat, muss man es durchziehen. Ah, da sieht man eh nichts. Okay. Aber doch, das ist doch. Ne, das ist. Ist das hohl? Wenn man den Verdacht hat, dass da was drin sein könnte. Ne, da ist nichts. Noch ein Stückchen höher. Da ist auch nichts, okay. Alles klar, dann geht es. Jetzt haben wir die Ecke hier. Da ist die Zisterne. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt. Ah, wir könnten hier hinten runter und da lang. Also wir probieren jetzt mal das Ganze systematisch anzugehen. Okay, dann muss ich hier erstmal raus. Aber ihr wisst, dass es bei mir mit der Systematik nicht immer so reibungslos funktioniert. Aber schauen wir mal. Sind wir jetzt hier richtig? Ja, da vorne, da runter. Okay, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich die Maske aufsetzen muss. Ah, okay, alles klar. Jetzt sind wir hier auch in dem Bereich mit dem Schwefel. Den baue ich aber jetzt nicht ab. Also da kann ich mal bei Gelegenheit, wenn ich dann wirklich den Bedarf habe oder ich eben mir, sage ich mal, das Zeug erarbeiten will. Da noch was? Okay. Das nehmen wir mit. Da geht es mal eher um das Chitin. Dann gehen wir mal hier links hoch, oder? Hier. Nee, hier so lang, oder? Die Rohasche brauche ich ja. Okay. Die Rohasche brauche ich hauptsächlich für den potenten Lotus. Quatsch, Kompost, damit ich eben Lotus anpflanzen kann. Bei Bedarf. Und solange ich keine andere Quelle habe. Und ich finde, sag mal, von denen sogar relativ angenehm im Sinne von, man hat noch andere sinnvolle Sachen, die man bei den Viechern ja abbaut. Das hat den Vorteil, im Gegensatz zum, wenn man es über den Obsidianabbau, die geringen Mengen, die sind fast schon vernachlässigbar.
Mal gucken wir mal. Okay, ich würde mal sagen, hier ist im Moment nichts. Das sind jetzt wieder die Bereiche, wo wir ein bisschen höher sind, wo dann die Gasschwaden auch weg sind. Also ich kann hier dann meinen normalen Helm aufsetzen. Okay, das sind Sandbiester, oder? Ja. Die Sandbiester bauen wir ab wegen den Sandbiester-Gedönsdingern hier. Wie heißen sie? Sandbestien-Dallenblasen. Ich. Okay. Sind wir am. Aha. Eigentlich wollte ich hier hinter. Also zurück. Da lang. Nicht so weit runter. Hier lang. Sind wir jetzt hier richtig? Ja. Da hoch. Aber ich. Puh. Okay. Nö, hier ist eigentlich nix. Okay, Sandbestien. Oh, was ist das? Glaube ich ein Silber oder ne, ist auch bloß ein Ding Eisenstein voll daneben. Ich bin Katana treffe ich schlechter wie mit der Axt auf jeden Fall, aber ich finde es sieht cooler aus, auch wenn ich vorbeischlag. Ja, dann würde ich so langsam, wenn jetzt hier nicht noch irgendwas Geniales kommt, wir gehen noch hier vor und dann lassen wir es gut sein, was die Erkundungstour heute angeht. Da kommen wir schon Richtung Grün wieder. Noch ein paar Steinnasen.
Sonne geht auch bald unter. Ja, hier können wir noch. Ja, wir gucken hier noch rüber und dann kommt man da besser lang. Ne, da sind wir dann eher im Grünen. Ich will da lang. Müssen wir ein bisschen klettern. Steinnasen. Und das war's dann aber auch schon. Dann würde ich an der Stelle für die nicht am Bau Interessierten Tschüss sagen. Ich hoffe, der kleine Ausflug hier Teil 1, weil da gibt es hier noch eine Ecke zu erforschen, vom The Hive hat euch soweit gefallen. Wenn ja, wie üblich, bitte Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr nicht eh schon abonniert habt, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Kanal abonniert, könnt ihr die Bimmel aktivieren und kriegt dann mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten vielen Dank, wenn ihr schon abonniert habt. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Conan Exiles Savage Wilds Gameplay mit Mods im Zeitalter des Krieges Kapitel 2. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen. Passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Und der Rest bitte dranbleiben. Ich hole euch dazu, sobald ich in der Basis bin, aufgeräumt habe und es mit dem Bauen weitergeht. Dann bis gleich. So, da. Ja, Mikros an. Da werden wir aufgeräumt, ist alles. Also zwei Sachen, die ich heute mir überlegt habe. Entweder machen wir am Turm weiter, wobei da fehlt mir so ein bisschen die Idee, was ich machen möchte, wie es. Bin noch nicht so happy. Oder ich würde jetzt hier oben mal anfangen. Ich glaube, das ist die bessere Geschichte. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich halt. Tun wir hier mal so, so. Den Eingang würde ich hier machen. Dann. Hier will ich Platz lassen und hier eventuell dann bis ans Gebäude, also hier an die Treppe ran. Dann haben wir hier trotz alledem. Ich mach mal. Hier kann man jederzeit ändern. So, dann kommt. Ne, hier machen wir einen Balkon hin. Hier mache ich einen Eckbalkon. Das machen wir so. Und so. Und hier. Können wir dann einfach mal Wände hochziehen? So, dann können wir hier ein Fenster hinmachen. Dann kommen hier zwei solche. Ich liebe so Fenster immer in die Ecken, damit man so ein bisschen rausschauen kann. Irgendwo hat es jetzt da unten. Okay, muss ich nachher noch wegreißen. So, das war jetzt auch irgendwo Kappes. Na, komm hier, hier. So, das wäre jetzt so der.
Die Raumgestaltung, oder? Damit hätten wir hier so ein bisschen Platz. Kann man keine Ahnung, wie das sich dann noch darstellen wird. Und jetzt ist die ganz große Frage. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man macht jetzt hier wirklich zwei hoch. Oder wir gehen her. Wartet mal. Und wir gehen her und machen an der Stelle. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ah, hier hinten mal auf jeden Fall zwei hoch. Das heißt, bis hierher gibt es dann auf jeden Fall. So, jetzt könnten wir das Ganze so machen, dass wir hier das eher so, ich sag mal salopp, burgartig rausbauen. Und eher so wie eine Wehrplattform dann das Ganze sich darstellt. Ja, einfach nicht rum. Dann hier so mit Zinnen und vielleicht eine offene Überdachung und dass wir hier jetzt das eigentliche Dach machen. Und dadurch, dass wir hier nur zwei breit sind, kämen wir auch nicht höher wie das hier. Und hier irgendwo, da würde ich gerne so ein Erker rausbauen. Das können wir hier auch machen. Dann nehmen wir das aber auch weg. Und ich würde es nicht als Balkon machen, sondern eher mit großen Fenstern. Also da müssen wir dann gucken, was wir dann je nach Baustil an Optionen haben. Und hier genau dasselbe. Aber hier sind wir jetzt, wenn wir hergehen. Und okay, also jetzt lasst uns mal das Ganze mal mit einfachen Dächern machen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht. Ah, da könnte man das so machen, oder? Ja, okay. Und hier müssten wir dann mit Stützbalken eventuell arbeiten. Das sehen wir dann. Das wird eine etwas kompliziertere Konstruktion hier. Weil hier fehlt mir natürlich jetzt sozusagen der Deckel. Aber wir könnten das. Ich mach's einfach mal so, wie so eine Art Raumteiler. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, dich tun wir dahin. Da gehen wir jetzt auf Sandstein. Da haben wir nämlich. Nee, nicht den, das hier.
Und dann gehen wir hierher. Machen die Türe hier. Und dann machen wir das so. Damals müssen wir jetzt das hier nehmen. Dann ist das verkehrt rum, glaube ich. Das hier. Schließt beides mal nicht sauber ab. Ist mal egal. So, dann hätten wir zumindest. So, dann kommt der Deckel drauf und da machen wir den hier. Na? Und hier. Machen wir im Moment den hier. Ich weiß noch nicht, warum der den nicht snappt hier. Wartet mal, ich probiere mal. Haben wir hier ein Stabilitätsproblem oder hat er hier ein mit dem Ding hier ein Problem? Mit dem angrenzenden. Also, gucken wir mal. Ja, er snappt mir hier nichts drauf, aber was ja eigentlich nicht sein kann, weil eigentlich spricht nichts dagegen. Also, jetzt gucken wir noch mal. Ich tue jetzt hier einfach mal einen anplacken, den wieder weg. Das hilft manchmal. Aber auch nicht immer. Ah, vielleicht können wir tricksen. Aha, keine Stabilität. Ich weiß es. Ich weiß es. Wir müssen runter. Wir haben hier unten natürlich. Genau. Da fangen wir nichts ab. Und jetzt müsste das dann auch entsprechend gehen. Jetzt können wir bloß noch hier die Lücken zumachen. Falsche Seite. Und das war der. Das war. Ne, dann war das. Okay, jetzt aber. So, jetzt müssten wir oben auch Stabilität haben. So, also jetzt müssen wir das hier Ganze nochmal aufbauen. Das heißt, das hier kommt da. Nein, falsche Baustelle. Das hier kommt dahin. Das hier kommt dahin. Da haben wir einen solchen rein. Dann kommt hier der normale Deckel drauf. Jetzt passt er auch. Okay. Oh, nee, ich glaube, da machen wir eine normale Wand rein, weil die guckt nachher ein Stück weit raus. Die hier, oder? Ja. So, weil wenn wir jetzt wiederum das machen wir eher hier. Da müssen wir dann noch zumachen mit Limestone. Falsche Seite. Richtige Seite.
So, dann kopieren wir das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, immer dran denken, A ist die Bau. Das sieht doch schon ein bisschen verspielter aus. Für die, die so, wie ich ja eigentlich auch, so mit Erker und sowas arbeiten wollen. Und wenn das Ganze nachher dann vielleicht dann doch in diesem roten Ziegelton dann gedeckt wird, dann sieht es bestimmt ganz schick aus. Und wir haben hier so einen kleinen Erkerturm. Und hier weiß ich noch nicht, entweder baue ich dann hier nochmal auch nochmal ein Gebäude, nochmal eine Etage hoch, aber dann nicht ganz, dass wir hier wieder so einen Platz lassen. Und wie hier so ein Wachtürmchen machen, keine Ahnung. Ah, und hier kann man so einen Wandbrunnen montieren und ja, das wird. Und wir haben hier noch Platz. Wir könnten den Platz noch in die Breite erweitern, wenn wir wollten. Wir gucken jetzt mal von unten. Das Dach tausche ich aus. Das kommt eins weiter rüber. Das sieht so ein bisschen blöd aus. Und das sind hier könnten wir vielleicht noch einen Balkon reinplanen. Aber mal schauen. Ich glaube, da muss man dann ein bisschen abwarten, wie es dann im eigentlichen Ziel aussieht, aber das hier tun wir noch schnell ändern. Den können wir da lassen, das stört mich nicht, aber der sieht hier an der Stelle scheiße aus. Und den weg. Den und den so. Ja, viel sinnvollen Platz haben wir hier nicht, ich weiß. Da könnten wir. Wo haben wir's? Das Ganze so machen. Und dann hier im Strandgut das Ganze so machen. Oder? Und hier drunter können wir. Diesen Holzstreben eventuell nachher arbeiten. Da muss ich mal gucken. Okay. Wird doch langsam. Warte, soll ich das auch da wegmachen? Ja, ist besser. So, und hier noch. Ah, da muss ich was überlegen. Da gibt es dann einen Trick, wenn man hier nicht mit vollen Fundamenten arbeiten will. Weil man es eh verkleiden möchte. Einfach so Zwischendinger einziehen. Aber wisst ihr was? Dann machen wir das gerade im Moment mal so. Ist ja auch noch nicht endgültig. Aber sieht ja schon mal etwas wohnlicher aus, das Ganze. Und hier können wir wieder mit den
Was haben wir denn? Was haben wir denn für. Was mal auf, haben wir Dings? Durch diesen Eisen isoliertes Holz. Nee, ding, 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 ding. Desert Wood. Aber hier. Nee, nichts, was mir jetzt. Na doch, das geht eigentlich. Das tun wir jetzt mal da auch hin. So, das sieht doch schon mal ganz schick aus, oder? Also, ja, Stunde See gleich um. Also, wenn euch meine Baufortschritte und die Gestaltung gefallen haben. Und natürlich das vorherige Gameplay. Dann seid so nett. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, darüber hinaus, abonniert bitte den Kanal. Dann könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten, ja, wenn ihr schon abonniert habt, natürlich vielen Dank. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier in Conan Exiles Savage Wilds. Gameplay mit Mods. Geht ja gar nicht anders. Mit vielen Mods. Und das Ganze im Zeitalter des Krieges. Kapitel 2. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen, passt auf euch auf. Und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.